Hallo zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich die Anleitung für Florentine mit Rüsche. Ich verlinke auch hier nochmal die Variante mit den Flügelärmeln. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Florentine ist ja schon fast ein kleines Schnittmusterpaket von mir, denn sie kann als Kleid oder Shirt genäht werden und eben mit Beleg oder Futter oder auch mit Rüsche oder Flügelärmeln, genau, ganz ohne Ärmel. Ja, also da ist alles möglich und die verschiedenen Videos verpacke ich dir unten nochmal in die Beschreibung. Da die Rüsche ja eingenäht wird, ist der Anfang jetzt auch ein bisschen anders als sonst. Also du nimmst Vorder- und Rückteil, legst es rechts aufeinander und nähst es an den Seiten zusammen. Das ist ja wirklich nur das Vorder- und das Rückteil ohne die Schulterteile. Die Schulterteile werden nämlich separat zusammengenäht. Das ist das hier. Auch da werden beide Teile rechts aufeinander gelegt und dann wird es aber nur unten zusammengenäht. Dass du quasi hier das oben offen hast, die Schulterteile, genauso wie bei dem Vorder- und beim Rückenteil. Jetzt nimmst du dir dein eben zusammengenähtes Oberteil, nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. Hier liegt jetzt das Vorderteil oben. Genau, wir legen das Ganze gleich so hin, dass du auf die Seite schaust, also auf den Armausschnitt. Eben so, genau. Und ich habe es jetzt nochmal so ein bisschen hingerückt, dass du wirklich nur hier die eine Seite siehst. Und jetzt wird die Rüsche angeheftet. Ich habe sie vorher auch mit einem Rollsaum versäubert an der Außenkante. Ja, das fällt schön, das sieht immer ein bisschen feiner aus und man kann das natürlich auch farblich nochmal absetzen. Ne? Genau, jetzt wird die Rüsche angeheftet. Wie gesagt, mit der linken Seite, die liegt unten, die rechte Seite schaut dich an. Genau, und jetzt einfach die Rüsche anbringen und gut befestigen. Der Stoff ist doch ein bisschen flutschiger. Nun kommt das eben zusammengenähte Schulterteil oben drüber. Da sollte jetzt natürlich auch die Seitennaht, die du gerade zusammengenäht hast, zur Seitennaht des Oberteils passen. Genau, und das stecke ich da jetzt einfach oben drüber. Und ich mache das wirklich immer Lage für Lage, weil es dann am wenigsten wegrutschen kann und ich finde das so am einfachsten zu befestigen. Ach so, das Schulterteil liegt jetzt mit der rechten Seite nach unten. Nun wird alles einmal zusammengenäht und wenn du das Ganze dann umdrehst und ja, wendest, dann sieht es so aus. Da ist die Rüsche und ja, ich finde, das sieht richtig toll aus. Ich habe meine Florentine hier mit Beleg verarbeitet. Diesen habe ich auch rechts aufeinander gelegt und an den Seitennähten zusammengenäht. Und nun wird das Oberteil und der Beleg jeweils an den beiden Ausschnitten, also vorn und hinten, mit Flieseline, mit Einlage verstärkt. Genau, ich bügel die auch immer ein klein wenig grober auf und schneide dann hinterher den Ausschnitt sauber aus. Also so sieht das Ganze aufgebügelt aus und dann schneide ich das Ganze nochmal sauber nach, sodass ich auch wirklich die Spitze treffe. Genau, dann finde ich es am einfachsten. Ich habe jetzt hier auch mal dunkle Einlage genommen, weil das dann einfach besser zu sehen ist. Sonst würde ich wahrscheinlich beim Futtern ja, weiße Flieseline nehmen. Ne? Genau, als nächstes wird sowohl das Oberteil als auch der Beleg rechts aufeinander gelegt und an den Schultern zusammengenäht. Ist der Beleg fertig genäht und das Oberteil fertig genäht. Jetzt wird beides zusammengesetzt. Und zwar, ja,
im Prinzip, wie es beim Beleg immer ist, wird das Ganze rechts auf rechts aufeinander gelegt. Hier bitte schön aufpassen, dass die Schulternähte übereinander liegen, dass das gut hinhaut. Also ich stülp den Beleg hier immer über das Oberteil drüber. Und jetzt wird alles schön sauber da entlang festgesteckt, erstmal mit Klammern, entlang des Ausschnittes. Wenn das erledigt ist, werden die Bindebänder eingesetzt. Die habe ich mir wieder aus Schrägband also selber gemacht. Das zeige ich in dem anderen Video ja noch genau. Und die sollen ja nachher zum Zubinden sein und die sollen außen liegen. Das heißt, jetzt müssen sie innen zwischen Beleg und Oberteil platziert werden. Deswegen jetzt da oben das Klemmerchen aufmachen, das Bindeband da in die Höhe packen, wo es hin soll, und dann alles schön feststecken und klammern. Am Ausschnitt nähst du ja nachher wieder mit dem 1 cm Nahtzugabe lang. Deswegen sollte das Bindeband auch oben, also zum oberen Rand des Ausschnitts, dann da oben, genau, ich habe es mal ein bisschen langsamer gemacht, da sollte 1 cm Platz sein ungefähr. Ne? Ich habe es nochmal rausgeholt, damit du das besser siehst. Da soll es nachher draußen sein, damit es eben gebunden werden kann. Und da oben brauchst du den Abstand zur oberen Naht von 1 cm mindestens. Ne? Also da sollten 1 cm Platz sein oben, wenn du da lang nähst. Dann sieht es nachher nach dem Umstülpen so aus, dass es oben direkt an der Kante rausläuft. Und wenn alles platziert und fixiert ist, wird jetzt einmal außenrum alles zusammengenäht. Und das sieht dann so aus. Jetzt muss noch der Ausschnitt eingeschnitten werden. Genau, du hast ja beides verstärkt mit Einlage und nun ganz sauber da bis zur Spitze einschneiden, damit sich die Spitze nachher nach dem Wenden auch richtig schön ausformt. Ne? Schön vorsichtig sein. Auf keinen Fall in die Naht reinschneiden. Ja, aber das klappt immer richtig gut, wenn man da ein bisschen Übung hat. Ne? Schöne scharfe Schere nehmen, dann passt das. Ja, gewendet wird das Ganze jetzt. Und dann sollte da oben jetzt auch das Bindeband an der richtigen Stelle sein. Und ich bügel die Kante ja dann auch immer noch mal gern, denn gerade bei so zwei flutschigen Stoffen, wie es jetzt hier der Fall ist, ja, fällt das Absteppen der Kante nachher sonst nicht so ein, so leicht, ne? Sollte sich die Spitze nach dem Einschneiden nicht so schön formen, dann ist meistens der Schnitt noch nicht weit genug bis an die Naht ran gegangen, ne? Also da dann einfach nochmal gucken, ein bisschen nachjustieren, oder manchmal muss auch der Stoff nur ein bisschen nachgeholfen werden, ne? Aber das funktioniert sonst eigentlich immer ohne Probleme. Meistens muss man nur noch mal ein bisschen nachknipsen. So, jetzt wird der Ärmelausschnitt wieder schön versäubert. Da verlinke ich dann hier auch noch mal das andere Video dazu. Ja, und genau, dann ist auch schon das Oberteil fertig zusammengesetzt. Und hier siehst du auch, wie ich die Kante noch mal abgesteppt habe vom Ausschnitt, ne, dass alles gut aussieht. Jetzt werden beide Rockteile rechts aufeinander gelegt und auch an den Seiten zusammengenäht, so dass du jetzt dann einen fertigen Rock hast. Die untere Kante auch gleich mit versäubern, denn dann ist die auch schon für das Säumen nachher vorbereitet. Genau, nachher soll ja dann auch das Oberteil so an den Rock angenäht werden. Und das machst du, indem du jetzt dann das Oberteil, das fertige, und den zusammengenähten Rock rechts auf rechts ineinander stülpst. Genau, also den Rock über das Oberteil ziehen, sodass da die Nähte gut übereinander liegen und dass sich die rechten Seiten anschauen. Und dann wird einfach alles zusammengenäht an der Stelle. So, das sieht doch schon nach Kleid aus. Jetzt eben noch die untere Kante säumen. Ich habe hier ich habe da Saumband benutzt, das Ganze umgebügelt und dann wieder festgenäht. Ja.
Ja, und schon ist Florentine fertig. Du kannst sie natürlich auch gerne mit Gürtel tragen, wenn dir das lieber ist in der Mitte, ganz ohne Gürtel. Also das kommt ja immer so ein bisschen auf den Stoff an und wie er fällt. Und genau, so sieht die Florentine-Variante mit Rüsche dann aus. Hast du ja vorhin schon gesehen. Ich mag das sehr gern. Ich habe mein Kleid schon ganz viel getragen. Ich finde, das ist richtig schön luftig und ein bisschen verspielt. Ja, aber du kannst natürlich die Florentine auch mit Flügelärmeln nähen. Das verlinke ich dann hier nochmal, auch als Shirt. Und ganz schlicht und gerade, geradlinig, zeitlos, eben komplett ohne Schnörkel und Schnickschnack. Genau, ansonsten freue ich mich über ein Abo und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.